So, guten Morgen alle zusammen. Heute haben wir hier Laura bei uns. Sie studiert Fremdsprache an der Universität Katholika in Brescia und sie hat bei uns ein dreimonatiges Praktikum gemacht. So, Laura, erzähle uns ein bisschen über deine Erfahrung hier. Ich bin Laura und dieses Jahr wollte ich eine neue Erfahrung machen. Also habe ich mich entschieden, ein Praktikum im Ausland zu machen, beziehungsweise bei der Munich Expo. Und ich habe die Möglichkeit sofort in Angriff genommen. Und mein erster Eindruck war sehr positiv, weil ich sofort bemerkt habe, wie sie mit mir geduldig, nett und verfügbar waren. Und wir haben sofort sehr gut verstanden und sie haben mir viele neue Sachen beigebracht. Wie wir wissen, befinden wir uns in einer schwierigen Lage. Inwiefern hat diese Situation deine Erfahrung beeinflusst? Ja, also trotz der schlechten Situation, ich muss sagen, dass ich sowieso die Möglichkeit gehabt habe, weiterarbeiten zu können. Und die Firma hat wie immer gearbeitet und ich habe jedenfalls eine gute Zeit in München gehabt. So, was hast du bei der Munich Expo gelernt und haben sich deine deutschen Kenntnisse verbessert? Ja, hier habe ich gelernt, wie ich Dynamics benutzen kann und ich habe verstanden, wie die Vorbereitungen einer Messe funktionieren und wie man Kontakte mit dem Kunden aufnehmen kann. Und ja, in Bezug auf mein Studium war alles ganz wichtig und interessant für mich. Und würdest du diese Erfahrung allen Studierenden empfehlen, die wie du Deutsch lernen? Ja, ich würde auf jeden Fall diese Erfahrung empfehlen an all die Studenten, die etwas Neues, um die eigene Ausbildung zu bereichern und auch etwas, das sie studieren an der Uni, in die Praxis umzusetzen. Hast du etwas anderes darüber zu sagen? Ich möchte nur sagen, dass ich freue mich sehr, das Team der Munich Expo kennenlernen zu haben. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück und ich hoffe, dass wir werden uns bald wiedersehen. Vielen Dank, Laura. War auch sehr gut für uns, dich als Praktikantin hier zu haben und wir wünschen dir viel Erfolg auch. Also danke euch und bis bald.